Es hätte ein Urteil werden können, das die Sportwelt erschüttert, aber das Beben ist ausgeblieben. Fußballprofis dürfen auch weiterhin befristet angestellt werden. Damit hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz die Entscheidung des Arbeitsgerichts Mainz gekippt, das dem ehemaligen Mainzer Torwart Heinz Müller Recht gegeben hatte. Naja, er muss damit umgehen, wie alle Menschen, die von Urteilen betroffen werden. Sicherlich hat er sich vielleicht ein anderes Ergebnis gewünscht, aber so ist es nun mal im Rechtsstaat. Verständlich, dass eine große Erleichterung da ist. Nicht nur für den Verein Mainz 05, sondern ich glaube natürlich auch für den gesamten Profifußball, eigentlich auch für den gesamten Profisport. Müller hatte ursprünglich auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis geklagt, weil er sich durch seine Degradierung in die zweite Mannschaft um die Chance gebracht sah, durch gute Leistungen und damit mehr Einsätze für eine automatische Verlängerung seines Vertrags zu sorgen. Der Mainzer Manager erinnert daran, dass es auch anders laufen kann. Die haben ja auch genauso diese Sicherheit, muss man ja klar sagen. Wenn ein Spieler einen Dreijahresvertrag hat und leistungstechnisch läuft das nicht ganz so ab, nach einem halben Jahr hat er immer noch einen Dreijahresvertrag und den Anspruch auf 3 Jahre Bezüge. Ich glaube, dass da Chance und Risiko gleichermaßen verteilt ist. Das Gericht argumentierte ähnlich. Es liege eine Eigenart der Arbeitsleistung vor. Man könne Fußballer nicht wie normale Arbeitnehmer behandeln. Ganz vom Tisch ist das Thema derweil noch nicht. Einer möglichen Revision vor dem Bundesarbeitsgericht oder sogar gleich vor dem Europäischen Gerichtshof sieht der Club aber entspannt entgegen. Ein Vergleich scheidet jedenfalls aus. Wir können jetzt von mir nicht verlangen, eine Aussage zu tätigen, dass wir jetzt hingehen und sagen, lieber Heinz, geh nicht in die Revision, wir kaufen dir das ab. Also ich glaube, das ist nicht unser Stil und es wäre auch der falsche Weg im Moment. Ob Heinz Müller in Revision gehen wird, steht noch nicht fest. Sein Anwalt werde zunächst die Begründung des Richters studieren.